Die Freien Demokraten trauern um Klaus Kinkel. Er war Vorsitzender unserer Partei in einer schwierigen Zeit. Er hat sich darum nicht gedrängt, aber er ist der schwierigen Aufgabe auch nicht ausgewichen, und das war typisch für ihn. Er hat seinem Land in höchsten Staatsämtern gedient. Als Außenminister hat er erfolgreich eine Linie des friedliebenden Dialogs und des Ausgleichs verfolgt. Er war immer glühender Europäer, und sein Satz bleibt sicher unvergessen, dass Europa nicht aus seinen Verträgen wächst, sondern aus den Herzen der Menschen oder gar nicht. Gerade dieser Gedanke hat auch heute nach wie vor brennende Aktualität. Als Justizminister stand er für Vernunft und Augenmaß, und auch schon in dieser Aufgabe hat er über die Grenzen seines Landes hinausgedacht. Die von ihm gegründete Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit wirkt bis zum heutigen Tag auf der ganzen Welt für die Prinzipien des Rechtsstaats. Klaus Kinkel hat höchste Staatsämter bekleidet, und doch war er vor allen Dingen immer eines, nämlich er selbst. Und das heißt für ihn oder hieß für ihn immer humorvoll, pragmatisch, bodenständig und vor allen Dingen auch unkompliziert zu sein. So hat ihn jeder kennengelernt, der mit ihm näher zu tun hatte. Mir selber ging es auch in einem Fall einmal so. Ich war Bundesgeschäftsführer der FDP und es näherte sich sein 80. Geburtstag. Und da rief ich ihn an und fragte ihn: Mensch, Herr Kinkel, was machen wir denn jetzt? Und dann sagte er: Ach, ich brauche nichts, aber wenn es gut ist für die Partei, dann mache ich alles mit. Und dafür haben wir ihn immer gemocht und geschätzt, für eben diese unkomplizierte, pragmatische, freundliche und humorvolle Art. Er hat sich auch bis zum Schluss immer für seine Partei interessiert. Er hat uns mit Rat und Tat beigestanden, sich dabei aber nie aufgedrängt. Er hat sich für die Bildungspolitik und ihren höheren Stellenwert bis zum Schluss immer eingesetzt und für all das seine Verdienste in Staatsämtern, für sein Engagement über sein gesamtes Leben und vor allen Dingen für seine freundliche, bodenständige, humorvolle Art wird er uns immer unvergessen sein, und wir werden ihn immer ein ehrendes Andenken bewahren.